Und was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu, er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Und, hast du es so in Erinnerung? Was, die Kathedrale? Ja. So ziemlich, aber es ist lange her, ist etwas verblasst. Dieser Kran, Sprengstoff. Ich glaube, der Diebstahl des Kreuzes hat unseren Rafe nervös gemacht. Ja, ein wenig. Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Das sollte halten. Oh, gute Idee. Ausgrabungsausrüstung. Shoreline? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße! Runter! Okay. Alles okay. Ja, sehr erfreut, Shoreline. Haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Meinst du, wir finden einen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat? Ja, wohl kaum. Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein? Das hier. Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Shoreline-Ausrüstung. Wenigstens keine Shoreliner. Hm, vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft.
öffnen wir diese Tür. Wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Hey, wir können die gelbe Kiste nehmen. Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Hey, damit können wir rausklettern. Verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht.
So, los. Auf geht's. Hab es. Wow, Vorsicht. Ich benutze den Hammer. Oh, Scheiße! Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. So, siehst du? Ziemlich tollpatschig. Sam, die Leiter da, ich komm nicht dran. Okay, warte, ich komm rüber. Okay, hilf mir hoch. Zieh dich hoch. Na geht doch. So. Oh, danke. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Das brennt. Das macht Spaß. Man folgt dem Ruf des Geldes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie eindämmen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Der Ober? Hat die Nacht nicht überlebt. Eiskalte Hunde. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Gut gemacht. Du den linken, ich den rechten. Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen.
war was. Geh und überprüf das. Dann. Was Interessantes? Nichts, Bro. Alles sauber. Moment. Das war nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Direkt hinter diesen Mauern. Wow, über diese Schlucht springen wir nicht. Wir müssen einen Weg herumfinden. Runter geht's. Ruhig, Mann. Ich hätte fast meine Arme verloren und dann hätte der Penner mir einen Toll. Hätte ich ihn noch abgeknallt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem, was glaubst du, würde sie tun? Mich in Stücke reißen. Ganz genau. Atme tief durch und geh mal eine Runde. Der Klugscheißer. Mir erzählen, wie ich meinen Job machen soll. Der Amerikaner macht sich hier keine Freunde. Ach, solange sein Geld fließt, soll es mir egal sein. Meinst du, Drake taucht hier auf? Nadine glaubt das wohl. Ich würde ihn und seine Bande zu gerne hier sehen. Das geht uns allen so. Okay. Okay, weiter geht's. Mann. Huh?
Durchatmen. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlicher aus. Shit. Keine Wahl. Wow, 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 wow! Okay. Schaffe ich das auch? Wow! Wow! Besser als Bungee-Springen. Warst du schon mal Bungee-Springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Hast du also all die Jahre gemacht? Durch Ruinen hüpfen? Ja, das und beschossen werden. In die Luft gejagt, geschlagen, treten. Okay, okay, verstehe. Messern, Drogen. Das hätten wir. Nicht ganz. Wir müssen höher, um über die Schlucht zu kommen. Okay. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Meine Hose ist voller Schotter. Bereit? Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, hilf mir mal.
Los! Ich hab's! Los. Okay! Das stimmt. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey, Nate, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Sieht aus, als hätte Rafe hier schon gesucht. Ah, toll. Wenigstens hat er keinen Plan, wonach er überhaupt sucht. Nein, er könnte aber Glück haben. Hoffen wir es nicht. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Etwas aus der Bibel. Eurer Sünde inne werden, wenn sie euch finden wird. Eine freundliche Erinnerung, dass sie über alle gerichtet wird, was? Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da. Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Gruft. Eine Gruft? Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Das hat ein alter Mönch geschrieben.
Da sind sie ja alle. Jesus, diesmal zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Eine Art Lampe. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Ey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Oh. Ja, das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Sieh doch mal. Da ist etwas am Fuß der Statue. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Hey, na bitte. Das sieht gut aus. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch.
Okay, mir nach. Jemand was vom Spätzimmer auf dem Berg gehört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. Wenn wir nicht bald was von denen hören, sehe ich nach. Oh! Wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Okay, bereit? Ja. Ich habe auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie, was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Wow. Ziemlich spektakulär. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Diese Balken und so da oben, das wurde doch nicht von den Menschen gebaut. Patrouille voraus. Ich höre sie. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war, hm? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du was? Vergiss es. Was fängst du damit an? Ich sagte, vergiss es. Wie du willst. Was haben wir denn hier? Sehr piratisch.
diesen Kerlen kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Hey, komm her. Eine Leiter. Na los, komm. Ich helfe dir hoch. Okay. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Daran können wir hochklettern. Schon unterwegs. Ist das kalt? Scheiße! Achtung! Das war unglaublich! Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Gebrochen.
Leiter! Klettere da an hoch! Okay, ich versuch's. Du hast echt viele Sachen kaputt. Besonders Klippen. Wem sagst du das? Okay, los geht's. Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Deshalb haben wir wohl 10. Warte, ich helf dir hoch. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Ungefähr dort. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. Klingt gut. Na los. Nähern uns Rafe. Ich weiß.